Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Reiter und wir haben eine zweite Vorschau, ein vorgestellt von Traders Life Simulator. Ja, ich würde sagen, wir gucken da gleich nochmal rein. Ich habe eben eine Aufnahme gehabt, die ich dann in den Sand gesetzt habe und deswegen könnte es sein, dass der Spielstand ein bisschen anders ist, aber ich zeige euch trotzdem das, was ich euch zeigen wollte und wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, dann gehen wir mal hier leider auf Fortsetzen. Ich weiß nicht, was er fortsetzt, aber ich hoffe, er setzt was fort. Ja, ja, ich wollte euch noch den Bauernhof zeigen, wenn es da was zu zeigen gibt. Und genauso da, wo man die Ware kauft, hatte ich gesagt. Schauen wir uns da um. Wir starten beim Abgespeichert in unserem Haus. Okay, sehr interessant. Shop is opened. Ja, ich weiß nicht, waren da letztes Mal die Windeln alle gegangen? Ich glaube, die waren letztes Mal schon alle gegangen. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir da neue Ware also auch kriegen. Würde ich sagen, flitzen wir zu unserem Auto. Flitzen heißt laufen. Und fahren dann los. Kann man hier eigentlich auch in die Stadt fahren? Zack, Map gucken. Kann man auch. Okay, getan. Dann fahren wir doch mal da lang. Vielleicht gibt es da was Neues zu sehen, aber ich glaube, da gibt es auch nichts zu sehen. Hier gibt es noch irgendeinen Shop. Vegetable Shop. Butcher Shop und Electronics Shop. Okay. Wenn ich jetzt hier aussteige, kann ich dann im Electronics Shop was einkaufen oder wofür ist der gut? Customers left no Frittieröl. Okay. Aha, hoher Preis. Guter Preis. Okay, ich glaube, jetzt wissen wir, wie man Geld macht. Kopfhörer kosten 500. Und der aktuelle Preis ist 467. Ach so, Updates gab es auch, hatte ich euch noch gar nicht erwähnt, ne? Hoher Preis, guter Preis. Kann ich aber nichts von kaufen. Wahrscheinlich noch nicht mal eine Maus, ne? Wie 500, boah, alter Schwede hier, Electronics, da müssen wir noch viel, viel Geld sparen, bis wir das bezahlen können. Das wäre wohl nix. Okay. Dann steigen wir wieder in unser Auto und gucken zu, dass wir erstmal woanders was wegkriegen. Wir müssen auch die Kasse plündern, damit wir was einkaufen können, ne? Gut, okay, hier ist das Städtchen. Mit Stadtmauer oder so, keine Ahnung. Hier laufen auch schon Customer lang. No Ziegelbrot. Dann steigen wir hier mal aus. Gucken zu, dass wir Geld aus der Kasse kriegen. Schauen wir mal, ob er da was für uns hat. Aha, ihr seht, ich war einkaufen und das ist hier. Wir haben Milch, die wir leider nicht im Regal haben zum Kühlen, sondern leider wird die verrotten, wenn ne? Das so ist. Ja, jetzt können wir hier noch ein paar Schokokekse hinstellen. Okay, das ist Inhaltsstoffe von hinten gucken. Ne, wollen wir jetzt nicht. So geht's, oder? Passt. Chips will keiner haben. Milch verkaufen wir gerade auch. Es ist noch nichts verrottet. So, wir haben aber bestimmt schon was verkauft. Da 28. Ah, wir haben zum Glück gerade wieder eine Gallone Milch verkauft. Dann wollen wir mal gerade $255 aus der Kasse nehmen. Schokochips. Ah, Chips sold sind doch. Ja, da fehlt eine Rolle gelbe, ne? Alles klar. Gut. Fahren wir dann dahin, wo ich die Klamotten gekauft habe, die ihr da gerade gesehen habt. Damit ihr wisst, wie das auch ist. Okay, hier ist Linksverkehr. Wir sind in England. Ja, ruckelt ein bisschen, ne? Das Spiel seit dem Update. Oder war das letztes Mal auch schon so? Ich weiß nicht. Schauen wir mal uns so ein bisschen den Einkaufsladen an. Also die Milch hatte ich da gekauft, war ein Fehler, ne? Weil wir gar kein Kühlregal haben.
Aber das müssen wir jetzt durch. Das wird hoffentlich alles verkauft und es vergammelt nicht. No Schokolade, ja. Schokolade könnten wir jetzt hier vielleicht dann kaufen, wenn sie vom Preis her akzeptabel ist, ne? So, Jabba's Shop ist hier. Der hat so ziemlich alles. Okay, das war jetzt nicht so gut. Dann steigen wir mal aus, gucken uns an. Ja, nur ein Kratzer an der Stoßstange, mehr ist er nicht. So, da Kühlregal, hatte ich die Milch gekauft, das war falsch. Hier sieht es auch nach Kühlung aus, lassen wir vielleicht auch besser. Und Dark Chocolate war da. Chocolate Bars. Was haben wir hier? Auto Washing Powder. Ne, das wollen wir jetzt nicht haben. Hier ist Hundefutter und Katzenfutter, also Tiernahrung. Ja, das Windeln waren der, ne, oder? Guter Preis. Verkaufen, ne, ja. Dann müssen wir das schnell in unser Auto bringen. Und over den Kofferraum aufmachen. Und dann platzieren wir das Päckchen da mal drinne. Passt. Gibt's hier was im Sonderangebot? Nein. Achso, das war der Geldautomat. Ginger Biscuit, Chocolate Biscuit, Strawberry, okay. Und eben hat er eine Schokolade haben wollen, Rinderbrühe, okay. Mandeln, Zimtschnecken, Oatmeal, keine Ahnung, was Oat ist, Vanillebiscuits, das hatten wir schon gekauft, Rum of the Mill, ne, Run of the Mill, okay, Potato Chips, aber Chips haben wir schon, Mehl, was ist das? Zucker. Möchte ich jetzt nicht kaufen. Getränke fehlen uns nur so ein bisschen, ne? Die Cola macht einen guten Preis, also kaufen wir die. So, ist reingegangen. Kriegen wir noch eins mit? Haferspulmittel und so. Ne, will ich jetzt nicht. Was ist das? Zahnpasta? Ja. Der Tee, der ging auch ganz gut eigentlich, ne? Komm, dann hol den Tee noch und dann ist gut. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob der guter Preis war oder nicht. Mhm. Hoher Preis natürlich. Shit. Das machen wir nicht nochmal. Haben wir uns verkauft. So, geht rein, auch wenn es so ist. Kofferraum brauchen wir nicht zumachen, habe ich schon festgestellt. Lass uns fahren. Auf zum Laden auspacken. Ich glaube, die Milch sind wir alle losgeworden. Kann das sein? Oder ist es schon alles schlecht geworden? Da ist bestimmt jetzt saure Sahne rausgeworden. Wenn man bremst, kann man nicht lenken. Kein ABS also. Voll doof, oder? Okay, wenn man lenkt, wird er langsamer. Essen, na, brauchen wir nicht, aber Urin brauchen wir. Shit, wir müssten mal auf Toilette gehen, ne? Kann man nur zu Hause oder wie sehe ich das? Das wäre schlecht. Da eben ist einer gesprungen, der Gelbe da. So, Customer has left, no Rosentee. So, F raus hier. Ja, die Cola nehmen wir. Schmeißen wir erstmal hier hin. Der Barcode muss nach vorne, damit wir Cola lesen können, ne? Ja. Windeln. Ja, ich wollte auch keinen Rosentee. Gut. Gut, und hier ist der Ming-Tee. So. Mal näher ran.
Tee ist genug da. Ja, hat gut geklappt mit dem Windel, ne? Passt. Okay, das ist durch. Na, dunkle Schokolade wollten wir nicht aufnehmen, sondern die da ins Regal stellen. Passt, was haben wir jetzt noch hier? Die Cola. Ah, guck, da sieht so aus. Da wisst ihr aber Bescheid, was mit der Milch passiert ist. No Plätzchen. Kannst du alle entsorgen. 2, 3, 4-mal Milch für die Katz. 5-mal, hier steht auch noch einer. Gut, vielleicht geht's ja jetzt besser dann. So, die Cola kommt dann hier rein. Die braucht, glaube ich, keine Kühlung. Ah, Cola ist auch mal in grün, in rot, orange. Gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Das war bestimmt gerade eine Light oder sowas. Ja, hat wieder gut geklappt. So, letzte Flasche und alles ist gut. So, dann können wir dir was verkaufen. Na, was möchtest du denn Leckeres haben? Ingwerkekse haben wir nicht. Du bist auch komischer Kauz, ey. Gut. So. Chips sind gleich wieder alle. Das muss man dann wieder nachkaufen. Wir gehen mal gerade an der Kasse, gucken, wie viel wir schon eingenommen haben. 139. Okay, jetzt haben wir über 300. So ein bisschen Plus machen wir dabei. Jo, das ist dann schon mal wieder das. So, jetzt wollen wir zum Toilette erstmal, denke ich mal. Das ist das Wichtigste. Wir haben schon 79. Kofferraum machen wir diesmal zu. Einsteigen und los geht die Tour. Okay, und dann müssen wir einmal nach Hause. Das war hier lang, glaube ich jedenfalls. Da gehen wir einmal auf Toilette und waschen uns, wenn wir wieder schick sind. Hier waren wir jetzt auch noch nicht seit dem Patch. Oder es knallt wieder. Ja, aussteigen und eh angucken. Ach, 82 ist ja nix. Sprit ist ja weniger drin wie im Auto wie ein Schaden. Gut, läuft. Oh, die Lampions, die sind neu, die habe ich noch nicht gesehen, oder? Kein Thunfisch, nee, wollten wir auch nicht. Thunfisch ist doof. So, da tun wir jetzt mal gerade das Blaue wegmachen und da machen wir jetzt das Rote weg. Alles null, alles gut. Gut. Das Auto steht noch an der gleichen Stelle, wie wir geparkt haben, wenn man das Parken nennen kann. Naja, okay, das war jetzt so ein bisschen komisch gefahren. Tasten verfehlt. Sagt man so, ne? Gut, das hat man gesehen. Jetzt müssen wir noch wegen Essen gerade anhalten, vielleicht einen Burger reinhauen oder so. Jetzt mal hier müssen wir schon bremsen, damit er vorm Laden anhält. So. Und stopp. Ausgestiegen sind wir. Tolle Musik hier drin, wie immer. Ich hätte gerne einmal Pommes Mayo mit einem Burger dabei. Burger. Ich muss daneben klicken, um ihn zu kaufen. Wie, Preis kann ich auch ändern? Wäre ja cool gewesen, ne? Und eh wie essen, ne? Ja.
18. Hast du noch was für mich? Ich hätte gerne noch die Pommes, ne? Ja, einmal bitte. Bitte einmal Pommes. Ist die teuer? Oh, 15 Dollar. Ein bisschen unverschämt, aber weil du es bist. Gut. Appetit erledigt. Hier kannst du noch deine Packung wegschmeißen. Müll einmal mehr im Laden wie sonst was. Aber hier waren welche, die nichts weggeschmissen haben, alles liegen lassen haben. Ha, ja, gibt es immer wieder und überall. Kennen wir schon, ne? So, das war das Essen. Haben wir jetzt auch runtergedrückt. Jetzt fahren wir noch schnell zur Farm. Gucken wir die an. Keine Schokoladenkekse, ne. Gut. Die Farm ist dann da hinten, wo wir schon mal waren, für Inventar kaufen, also Mobiliar. Da ist der Trecker. War der da schon immer? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein schönes Gerät, was sie da hingestellt haben. So, Einfahrt zum Dingens habe ich noch nicht gefunden. Hier sieht es nicht danach aus. Okay. Oh, man kann sogar bis in den Hühnerstall fahren. Okay, sehr gut. Gut, dann steigen wir mal aus. Zu gucken gibt es hier wohl nicht ganz so viel, wie wir sehen. Dieser Stall ist leer. Windeln haben wir verkauft, das ist schon mal klar. Hier siehst du den nächsten Stall. Ruckelt immer ein bisschen das Spiel. Hier ist der Schweinegatter oder sowas, keine Ahnung. Ist aber niemand da. Hier kann man rüber gehen ins zweite. Ja, so sieht es hier aus, ne? Da ist der Trog, wo man was essen kann. Wir können aber nichts kriegen, können aber drauf rumhüppen. Dann haben wir das. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts zu erkennen, sage ich schon. Hier ist auch nichts. Hier ist Exporting Company. Können wir da auch zu Fuß hinlaufen? Ja, können wir auch. Dann lass das Auto gerade da stehen. Und dann schauen wir da gerade mal rein, was hier so gibt. Stamina ist gleich zu Ende, also unsere Ausdauer. Da ist einer. Was macht der hier? Ah, der hat lauter Aktenordner. Und dann Buy Financial Stocks in Exporting Company. Also hier können wir Anteile an dem Exportgeschäft kaufen. 50.000 kostet der Spaß. Haben wir natürlich nicht. Brauchen wir also nicht drüber reden. Gut, das bedeutet, hier sind wir auch fertig. Habt ihr auch gesehen. Kann man nicht das Auto auch nehmen hier? Nö. Dann nehmen wir wieder unseren Lader oder was das auch immer war, ne? Ich glaube, den habe ich da in der Scheune geparkt, ne? Müssen wir mal reingucken. Ausdauer, die geht immer runter, ne? Da ist er. Ah, jetzt kann er wieder nicht mehr. So, einsteigen bitte und fahren wir mal. Kommen wir hier durch. Okay, wir kämen hier auf jeden Fall durch. Kommen wir hier auch raus. Sieht gut aus. Okay, irgendwo war ein Baum. Gut. Soweit alles klar. Wir fahren wieder gen Laden. Okay, das haben wir noch geschafft. Hier noch um die Kurve und dann geht es beim Burgerladen vorbei. Hier nochmal schwungvoll rum. Paris Dakar oder so bin ich nicht jetzt der Typ für, ne? Und okay, das war jetzt nicht so doll. Unser Auto ist bestimmt voll kaputt oder sowas. Ja, da müssen wir mal gucken. Nächstes Mal gucken wir uns noch so eine Reparaturwerkstatt an, ob die was bringt. Ja, Vollbremsung bringt der auch nicht so richtig, ne? Vielleicht beim nächsten Auto ist es besser oder so, weiß ich nicht, ne? Müssen wir mal gucken. So, ausgestiegen sind wir. Auto rollt auch nicht mehr. Cola Sold, 7 Dollar. Das war auch nicht so das lukrative Geschäft, ne? Oh, Regal ist schon leer. Wir
Wir haben auch nichts mehr drin stehen. Gut, aber wir wollten hier einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns bei diesem Herrn in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.